Zwei Wassermoleküle können auch untereinander reagieren. Eines der beiden Wassermoleküle gibt ein Proton, H+, ab, und das andere nimmt es auf. Dadurch entstehen ein Oxonium-Ion, H3O+, und ein Hydroxid-Ion, OH-. Wenn sich ein Oxonium-Ion, H3O+, und ein Hydroxid-Ion, OH-, begegnen, entstehen daraus wieder zwei Wassermoleküle, zweimal H2O. Diesen Vorgang nennt man Autoprotolyse.